einer der bekanntesten Naturwissenschaftler des Landes und haben bereits viele Aufsätze über verschiedenste wissenschaftliche Themen geschrieben. Warum jetzt ein Buch über Vögel? Zum einen interessieren mich also Vögel schon seit meiner Kindheit. Ich war also schon früher sehr interessiert an Papageien, wollte zu Hause dann im Garten Volieren aufbauen und dort selber Vögel züchten. Und bin davon aber dann im Laufe der Zeit abgekommen, weil ich sie lieber in der freien Natur beobachten wollte. Und wenn ich da so vergleiche, was in Spanien, wenn man da unterwegs ist zum Vogelbeobachten, los ist mit jetzt Deutschland, wie viele Arten hier eigentlich schon verloren gegangen sind, wie selten manche Vögel wurden, die ich jetzt noch aus meiner Kindheit eigentlich überall sehen konnte, hat mich das schon ein bisschen erschreckt. Und da kam so dann die Idee auf, dass man da vielleicht dann auch ein Buch mal machen könnte. Ich will mich jetzt zwar nicht mit so großen Vorbildern ermessen wie der Stumme Frühling, aber ich dachte mir, so 40 Jahre später wäre es vielleicht mal wieder ein Anlass, da drauf zu gucken, was sich da getan hat, ob sich Fortschritte ergeben haben oder ob es im Prinzip noch weiter schlecht läuft für viele Vogelarten. Und das tut's. Und deswegen wollte ich dann eben so ein Buch schreiben. Einer meiner Lieblingsvögel ist der Tukan, der ja, sehr viele Merkmale hat, die ihn besonders interessant machen. Also zum einen der große Schnabel, aber auch vom Verhalten her. Ich habe natürlich auch einen Lieblingsvogel hierzulande, das ist der Kiebitz. Das ist auch so eben eine Kindheitserinnerung. Als ich mit meinem Vater früher unterwegs war und Radtouren, da gab es ihn also bei uns zu Hause noch in der Oberpfalz. Im Prinzip über jedem Acker hat der im Frühling seinen Balzflug gemacht. Und heute gibt es den dort nicht mehr. Und weil das so ein bisschen clownhafter Vogel ist, mag ich den eigentlich sehr gerne. Was ändert sich denn in unserer Vogelwelt aufgrund der klimatischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte? Und da gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen durch den Klimawandel. Zum einen haben wir, was positiv ja vielleicht ist, eine Zuwanderung aus dem Süden. Also wir haben hierzulande jetzt wieder Vögel wie den Bienenfresser, der es ja eher warm mag. Wir haben verschiedene andere Vögel, die nach Norden hin abwandern, weil es ihnen hier schon zu warm wird, verschiedene Wartvögel. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Vögeln, die Zugvögel, die ihre Zugstrategie ändern. Zum einen ziehen sie entweder gar nicht mehr weg, weil der Winter zu mild ist, oder sie ziehen nicht mehr nach Afrika, sondern bleiben hier in Europa oder ziehen statt nach Südeuropa jetzt nach Westen, nach England. Das haben wir bei der Mönchsgrasmücke beobachtet, die also wirklich nicht mehr nach Süden fliegt, sondern direkt nach Westen und dann auch im Frühling wieder früher zurückkommt. Sie engagieren sich ja in verschiedenen Verbänden für Vogelschutz. Seit wann beschäftigen Sie sich mit Ornithologie? Ja, also ein bisschen fing es eben schon an in der Kindheit, dass ich mich für die Ornithologie interessiert habe, eben mit den Papageien. Und so richtig intensiv erst seit dem Studium und jetzt, seit ich als Journalist arbeite, schreibe ich bevorzugt über Vögel. Bei uns auf der Seite, die ganzen Vogelthemen laufen im Prinzip immer über mich. Und auch in meiner Freizeit beschäftige ich mich damit eigentlich sehr viel. Also ich gehe gerne raus ins Gelände, beobachte Vögel, lese ziemlich viel, was an Literatur über Ornithologie herauskommt. Ja, das ist einfach so mein Hobby, das ich dann zum Beruf machen konnte. Ich würde gerne mal eine Reportage machen über die Vulkane in der Südsee auf der Insel Vanuatu. Dort gibt es Vulkane, wo man von oben vom Krater aus den Magmasee sehen kann. Und das ist weltweit, kommt das sehr selten vor. Und das einfach mal zu sehen und darüber zu schreiben, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja. Vielen Dank.